von Gerkan, deutscher Star-Architekt. Seine Bauwerke prägen die zeitgenössische Architektur. Weltberühmt der Berliner Hauptbahnhof, der 2006 eröffnet wurde. Was sind ihre typischen Charaktereigenschaften? Das setzt natürlich Selbstkritik voraus. Und ich denke, aus der Wahrnehmung von außen ist es Ungeduld, vielleicht positiv wie negativ Ehrgeiz und aus meiner Sicht die Fähigkeit, andere Leute von einem Standpunkt zu überzeugen. Wer ist Ihr persönlicher Held? Meine Ehefrau Sabine, die 4 Kinder versorgt und das auf hervorragende Weise macht. Mich eingeschlossen. Ich bin kein Kind, aber sie versorgt auch mich. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung? Das, was ich täglich als Architekt tue. Die Architektur und die Städte lebenswerter und besser und schöner zu machen. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit. Die habe ich schon immer Studenten vermittelt. Vom Einfachen das Beste zu suchen. In jedweder Hinsicht. Haben Sie einen unerfüllten Traum? Die Ziele, die ich mir selbst setze, werden immer ein Traum bleiben und werden unerfüllt bleiben. Insofern ist dieser Traum zugleich die Ausrichtung des eigenen Lebens. Was bringt Sie auf die Palme? Engstirnigkeit, Kleinkariertheit, Liegenbeinzählerei. Also Bedenkenträger, Menschen, die immer ein Haar in der Suppe finden. Wie sieht für Sie ein perfekter Tag aus? Den gibt es nie. Ich bin zufrieden, wenn 2/3 der Stunden eines Tages erfolgreich waren, viel zufriedenstellend waren und mir auch ein gutes Gefühl am Abend hinterlassen.